Schön, Sie wieder zu sehen. Es tut mir leid, dass wir uns ein paar Minuten verspätet haben. Ich hatte gerade die Polizei im Haus und warum auch immer, das ist jetzt für uns nicht interessant, aber ich musste mich dann natürlich erstmal darum kümmern. Das hat ein bisschen Verzögerung mit sich gebracht. Okay, heute wollen wir was machen, bevor wir dann nochmal auf die Logik in etwas anderer Form, sogenannte Prädikatenlogik, was wir bisher gemacht haben, das nennt man eben Aussagenlogik, zurückkommen, wollen wir etwas machen, was Sie eigentlich, was Ihnen, glaube ich, recht geläufig ist durch den letzten Schulunterricht, nämlich durch die Stochastik. Wir wollen nämlich etwas Mengenlehre machen. Die Mengenlehre hat ja ein ziemlich komplexes Verhältnis zur Schulmathematik. Sie sind alle zu jung, dass es halt ihre Eltern auch noch zu jung sind, um sich da irgendwie daran ein Teil gewesen zu sein. In den 70er Jahren hat man versucht, das flächendeckend in die Schulmathematik zu bringen. Die Selbstmoderate der Mathematiklehrer sprunghaft in die Höhe gegangen, obwohl es eigentlich um etwas ganz Einfaches geht. Dann ist es wieder total verschwunden, bis auf so ein bisschen in der Grundschule, wo man dann eben rote Dreiecke in eine Kiste zusammentut und blaue Dreiecke in eine andere Kiste. Und jetzt ist es bei Ihnen vor nicht allzu langer Zeit, wenn ich das richtig überblicke, wieder etwas aufgetaucht im Zusammenhang mit der Stochastik, wenn man sich überlegt, was Ereignismengen sind und wie die zusammengesetzt werden. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Sie im Prinzip diese Dinge kennen. Ist ja umso besser. Wir wollen jetzt hier Sprechweisen festlegen, auf die wir dann demnächst aufbauen können. Tatsächlich ist die Mengenlehre die Sprache der Mathematik. Man kann sagen, die Mengenlehre ist die Sprache der Mathematik und die Logik ist die Sprache der Mathematik. Beide Dinge hängen sehr eng miteinander zusammen. Das Ding ist doch schon installiert. Okay. Und zwar fangen wir mal an. Und zwar fangen wir an, das nennt man naive Mengenlehre. Und wenn etwas naiv heißt, heißt das natürlich auch, hoppla, da kann was schief gehen. So wie das Georg Cantor, der Begründer der Mengenlehre, vor 150 Jahren oder irgendwo zwischen 100 und 150 Jahren mal formuliert hat. Und zwar hat er versucht zu definieren, was eine Menge ist. Und das ist jetzt original Cantor. Eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohl unterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens, welche die Elemente der Menge genannt werden, zu einem Ganzen. Okay, hört sich doch ganz vernünftig an. Wenn man mal einfach ignoriert, dass natürlich wir nicht so recht wissen, was ist ein Objekt, aber nun gut. Okay, lassen wir das mal so stehen. Wir werden später sehen, dass es so nicht wirklich geht. Das ist einerseits eine extrem tiefliegende psychologische Frage, allerdings für das Betreiben von Mathematik eigentlich gar nicht so wichtig. Aber wir werden sehen, wie das zusammenhängt. Das heißt, dass wir gehen mal von diesem naiven Mengenbegriff aus und führen jetzt eine ganze Reihe von Notationen und Begriffen ein, von denen ich annehme, dass Sie sie letztlich kennen. Also eine Menge hat Elemente, ist durch ihre Elemente gegeben und die Bezeichnungsweise ist mit diesem stilisierten E hier, diesem Elementzeichen, X-Element von A, das ist dann auch die Sprechweise, oder wenn man es nicht ganz so lange sagen will, sagt man X ist in A. Und Sie sehen hier auch schon ein bisschen eine Notation, eine mnemotechnische Notation, die natürlich überhaupt nicht zwingend ist, aber die oft das Leben leichter macht. Mengen werden typischerweise mit Großbuchstaben bezeichnet und ihre Elemente mit Kleinbuchstaben. Aber wir sollten da ein bisschen auch ein Ausrufezeichen und Fragezeichen an die Geschichte machen, denn wir wissen ja, dass wir alles zu einer Menge zusammenfassen können. Das heißt, wenn wir Mengen haben, können wir diese wieder als Objekte sehen und in eine neue Menge zusammenpacken. Und diesen Schritt können wir beliebig oft wiederholen. Das ist alles jetzt hier erlaubt. Und wir werden uns am Schluss auch noch kurz die Frage stellen, kann das gut gehen oder kann das nicht gut gehen?
Also wir haben die Beziehung x ist Element von A und genauso haben wir die Beziehung x ist nicht Element von A, wenn dieses Elementzeichen, dieses stilisierte E durchgestrichen ist, beziehungsweise ist es x ist nicht in A. So, wie kann man jetzt eine Menge angeben? Natürlich, indem man einfach sagt, was zu der Menge dazugegeben wird und die große Kiste, die die Menge darstellt, die wird typischerweise mit geschweiften Klammern geschrieben. Das heißt, man hat eine öffnende geschweifte Klammer, eine schließende. Ich glaube, hier bin ich noch konform mit der Schulnotation. Und dazwischen stehen durch Kommata getrennt die Elemente. Und da habe ich mal irgendwelche seltsamen Zeichen hingeschrieben. Das ist also eine Menge mit 5 Elementen, die hier steht. Jetzt kann man Mengen auch anders angeben. Und zwar, indem man eine Aussageform zugrunde legt. Was ist das? Wir haben uns ja letztes Mal mit Aussagen beschäftigt. Und eine Aussageform ist sozusagen eine Aussage mit einer Variablen drin. Also eine Aussage ist zum Beispiel, 5 ist eine gerade natürliche Zahl. Wahrheitswert falsch. Eine Aussageform wäre, x ist eine gerade natürliche Zahl. Da muss man eine Grundmenge haben. Man wird für x jetzt nicht unbedingt einen Elefanten einsetzen wollen. Aber man wird sich eine große Grundmenge vorstellen, für die diese Aussage Sinn macht, wo wir also entscheiden können, ist diese Aussage wahr oder falsch. Und man kann also eine Menge dadurch festlegen, indem man auf einer gewissen Grundmenge, die hier groß x heißt, eine, was wir gleich Teilmenge nennen werden, aussondert, indem man eine Aussageform angibt. Man sondert also die Elemente aus, die diese Aussageform erfüllen. Die Aussage, die aus der Aussageform entsteht, wenn ich das Element einsetze, dann erfüllen. Das heißt, das x könnten hier die natürlichen Zahlen sein. Die Aussageform könnte eben sein, x ist ungerade. Und dann sondere ich auf diese Weise aus der größeren Menge der natürlichen Zahlen die kleinere Menge, aber immerhin noch, immer noch unendliche Menge der ungeraden natürlichen Zahlen. Wir haben hier einen Dualismus in dem Sinne, dass wir auch andersrum vorgehen können und sagen können, ich schreibe irgendeine Menge hin, egal ob nun klein oder groß, egal ob nun endlich oder unendlich. Ich benutze jetzt einfach mal das Wort unendlich. Sie werden irgendeine Vorstellung davon haben. Wir haben diesen Begriff natürlich noch nicht definiert. Werden wir noch tun? Ach ja. Dass einen die Technik immer so nerven muss. Die Aussageform, die sozusagen zur ersten Menge gehört, das wäre die Aussage, x ist gleich a oder x ist gleich b oder x ist gleich groß c oder x ist gleich Stern oder x ist gleich Doppelkreuz. Das wäre die Aussageform. Und diese Aussageform sondert sozusagen diese 5 Elemente dann da aus. Das heißt also, man kann in dieser naiven Sichtweise von einer Menge, woher auch immer die kommt, zu einer Aussageform kommen. Das sind eben, die ist so gestaltet, dass genau die Elemente der Menge sie mit wahr erfüllen. Oder man startet mit einer Aussageform, man spezifiziert die Eigenschaften der Objekte, die man herausnehmen will, aus den Äpfeln nehme ich die blauen Äpfel heraus oder was auch immer und kommt dann auf diese Weise zur Menge. Wenn wir das machen können, können wir auch sowas wie die leere Menge definieren. Das kennen Sie auch schon, Sie haben das immer mit sozusagen 2 geschweiften Klammern und nichts dazwischen geschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Wir schreiben das ein bisschen anders hier, wir schreiben hier das mit dieser durchgestrichenen Null. Und im Moment müssen wir ein bisschen vorsichtig noch sein. Wenn ich irgendeine Grundmenge x habe, da können Sie sich jetzt irgendwas vorstellen, sinnvollerweise natürlich irgendeinen Zahlbereich, den Sie mögen, n, die ganzen Zahlen, die rationalen, die reellen, was auch immer Sie wollen. Und jetzt nehmen wir da mal eine Aussage, die ein Widerspruch ist. Eine Aussage, die nie erfüllt werden kann. Und das ist so eine Aussage, x ungleich x. Die ist, egal wie ich x wähle, immer falsch.
Das heißt, durch diese Aussageform wähle ich kein Element aus. Und auf diese Weise habe ich eine, jetzt erst einmal muss ich vorsichtig sein, in Bezug auf die Grundmenge x, die leere Menge definiert, die Menge ohne Elemente. So, das sind auch Dinge, wo ich annehme, dass sie Ihnen geläufig sind, die Teilmengenbeziehung. Wenn ich zwei Mengen x und y habe, dann kann ich mich fragen, gilt diese Aussage, die ich schreibe, als x ist Teilmenge von y? Manchmal sagt man auch Untermenge, also ich werde jetzt hier den Begriff Teilmenge benutzen. Und damit ist Folgendes gemeint, und jetzt sehen wir auch gleich die Verknüpfung mit der Logik. Damit ist Folgendes gemeint. Diese Aussage ist dann richtig, wenn für jedes Element, wenn jedes Element von x auch ein Element von y ist. Also als Implikation geschrieben ist es diese Implikation. Wenn die Implikation x-Element von groß x impliziert x-Element von groß y richtig ist. Das ist wiederum eine Implikation, so wie wir es das letztes Mal angeschaut haben, also etwas, was nur in einem Falle falsch ist, nämlich wenn wir hier, was kann passieren? Aus wahr soll natürlich was Wahres folgen, aus was nicht erlaubt ist, dass aus wahr etwas Falsches folgt, dann wäre diese Implikation falsch, aber aus etwas Falschem dürfen wir alles schließen, ex falso quod libet. Das wären also die vier möglichen Wahrheitswertbelegungen dieser ersten und der zweiten Aussage, der Prämisse und der Folgerung, die dann den Wahrheitswert dieser Implikation festlegt. Also im Normalfall so gemeint, wenn es wahr ist, dass x aus groß x ist, dann soll x aus groß y sein. Sprechweisen, Teilmenge von x, oder wenn man es von der anderen Seite her sieht, y ist eine Obermenge von groß x. Und wenn man das betonen will, dann kann man das aber eher selten in Gebrauch, dann dreht man einfach die ganze Schreibweise hier um und schreibt das so. Oder etwas kürzer gesagt, x ist in y enthalten. Jetzt ist das eine Implikation. Wir wissen, im Normalfall kann man eine Implikation nicht umkehren. Es gibt Situationen, wo beide Richtungen gelten, aber es muss nicht notwendigerweise die andere Richtung gelten. Was bedeutet das hier? Es kann sein, dass die andere Richtung gilt, und das ist eben gerade die Situation der Gleichheit von Mengen, und dann nennen wir Mengen eben auch gleich. Das heißt also, wir nennen Mengen gleich, wenn sowohl gilt, dass x Teilmenge von y ist, als auch y Teilmenge von x ist. Also es soll sowohl die Implikation gelten, x ist aus groß x, daraus folgt x ist aus y, als auch die Umkehrimplikation, x ist aus groß y, daraus folgt x ist aus groß x. Es gibt also jetzt den Fall, dass zwar die eine Teilmengenbeziehung gilt, die andere aber nicht. Dann ist also anschaulich gesprochen die Teilmenge eine echt kleinere Menge. Also echt kleiner, bei endlichen Mengen werden wir sehen, auch im Sinne der Anzahl, naiv gesprochen im Sinne der auftretenden Elemente in der größeren Menge, in der Obermenge muss es dann Elemente geben, die nicht in der kleineren liegen. Und das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, denn eben x ungleich y heißt also, es gilt nicht, y ist Teilmenge von x. Und das bedeutet eben jetzt, wir müssen die Implikation verneinen. Und später werden wir sehen, das bedeutet, es muss also ein Element aus y geben, was nicht in x liegt. Schreibweise, da gibt es verschiedene, man kann das hier mit so einem durchgestrichenen Gleichheitszeichen unter dem Teilmengenzeichen schreiben. Also wir haben jetzt gesehen, wir haben jetzt eine Art Analogie zwischen der Teilmengenbeziehung und der Implikation und der Gleichheit und der Äquivalenz. Insofern gilt das, was ich vorhin gesagt habe, Aussagenlogik im Wesentlichen Gleichmengenlehre. Das eine ist, sind zweimal die gleichen Sachen in unterschiedlicher Sprechweise und beides Mal sollen sie unsere Grundlagen sein. Da wir ja jetzt Implikationsaussagen schon verifiziert haben, können wir auf diese Weise auch
Aussagen über Mengenbeziehungen durch Rückführungen auf Aussagen logischer Aussagen verifizieren. Zum Beispiel diese Aussage, x ist eine Teilmenge von x. Das ist einfach die Aussage, wenn x aus groß x ist, dann ist x aus groß x. Also aus einer Aussage a folgt immer die Aussage a, egal was die Aussage a auch ist. Sowas würde man, wenn man das jetzt als eine Art Relation zwischen Mengen auffasst, was immer genau eine Relation ist, dann würde man sowas reflexiv nennen. Ein Objekt steht mit sich selbst in Beziehung. Wenn x eine Teilmenge von y ist und y eine Teilmenge von z ist, dann gilt die Implikation, dass x auch eine Teilmenge von z ist. Das ist jetzt einfach die transitive Zusammensetzung der Implikationen. Aus klein x aus groß x impliziert x aus groß y und x aus groß y impliziert x aus z. Und dann wissen wir, wenn wir sowas haben, aus a folgt b und aus b folgt c, dann gilt aus a folgt c und aus a folgt c ist hier dann x aus groß x, daraus folgt x aus groß z. Sowas würde man dann Transitivität nennen. Das heißt also, wir haben zwei Objekte in Beziehung zueinander und das überträgt sich sozusagen auf die Beziehung zwischen 1 und 3. Jetzt nochmal zurück zu der leeren Menge. Das ist ein bisschen eine sehr seltsame Menge, denn es gilt Folgendes, und das ist vielleicht auf den ersten Blick etwas verwunderlich. Ich habe irgendeine Grundmenge, ich habe irgendeine Aussageform über diese Grundmenge, egal was für eine. Dann steht hier, wenn ich jedes Element aus der leeren Menge erfüllt diese Aussage. Also wenn meine Aussageform zum Beispiel blau ist, ist x ist blau, dann steht da, meine Grundmenge ist die Menge der Kleidungsstücke, jedes Kleidungsstück aus der leeren Menge ist blau. Warum? Es geht um diese Implikation. Und wir wissen ja, dass hier immer etwas Falsches steht. Und aus etwas Falschem kann was Beliebiges folgen. Beziehungsweise wenn wir die Implikation aus a folgt b äquivalent umschreiben zu nicht a oder b, dann sehen wir, dass die Aussage nicht a immer richtig ist. Es gilt immer, dass x, egal was x ist, nicht in der leeren Menge liegt. Deswegen ist völlig egal, was ich hier noch als zweite Aussage anschließe. Es ist ja nur ein Oder. Also etwas, was es nicht gibt, hat alle Eigenschaften. Denn um zu beweisen, dass das eben nicht richtig ist, müsste ich ja ein Objekt vorweisen, das diese Eigenschaft nicht hat. Und das kann ich nicht. Okay, als Folgerung davon, das ist jetzt unser erster kleiner Beweis, Vier-Zeilen-Beweis, können wir jetzt sagen, egal welche Grundmengen ich wähle, die leeren Mengen sind immer gleich. Also diese Indexgeschichte hier kann ich vergessen, es gibt eine leere Menge. Das ist eine universale leere Menge. Was mache ich? Ich mache folgende Aussagenform. Ich möchte die Elemente aussondern, die zu groß x gehören und zur leeren Menge der Grundmenge y. Das ist eine Aussagenform. Dann kann ich Folgendes schließen. Wenn x zur leeren Menge von x gehört, dann gehört x zu dieser Menge, die diese Aussage erfüllt. Denn wir haben ja gerade gesehen, jedes Element der leeren Menge erfüllt jede Aussage. Was bedeutet das also? Dieses Element, was ich mir hier angeschaut habe, das ist also ein Element aus der leeren Menge zu y. Das heißt, habe jetzt gesehen, die leere Menge zu x ist eine Teilmenge der leeren Menge zu y. Und jetzt kann ich in dieser ganzen Überlegung groß x und groß y vertauschen und komme dann genau auf die umgekehrte Beziehung. Die leere Menge zu y ist in der leeren Menge von x und damit sind beide gleich. Es ist viel heiße Luft, aber es zeigt nochmal, wie wir sicher mit diesen logischen Operationen umgehen.
Also gut, jetzt gibt es also eine leere Menge, das wussten Sie alles schon. Was gibt es noch für Operationen? Das ist eine wichtige Operation in der Stochastik, der Schnitt von zwei Mengen. Ich habe eine Eigenschaft und ich habe dann noch die andere Eigenschaft und dann, was ist die Menge der Elemente, die beide Eigenschaften haben? Das ist der Schnitt beider Mengen. Das heißt, was soll der Schnitt sein? Geschrieben mit diesem Zeichen hier. Das sollen die Elemente aus der Grundmenge sein, für die gilt, x ist aus A und x ist aus B. Jetzt weiß ich nicht, was Sie in der Schule benutzt haben. Nochmal zur Schreibweise. Die Schreibweise, die ich benutze, ist hier, am Anfang steht die Grundmenge, dann kommt ein Separationszeichen, manchmal macht man da auch einen langen senkrechten Strich. Ich mache aus irgendwelchen Gründen hier einen Doppelpunkt, ist aber letztlich wurscht, was man da macht. Und dann hier folgt die Aussageform, also die Eigenschaften, die mir meine Menge auswählen. Sprechweise, A geschnitten B oder der Durchschnitt von A und B. Und jetzt gibt es natürlich insbesondere den Fall, Sie kennen das, das haben Sie wahrscheinlich hundertprozentig gesehen in Ihren Büchern, das sind die sogenannten Venn-Diagramme. Wenn wir jetzt uns mal Mengen als irgendwelche Klöpse da in der Ebene uns vorstellen, das ist die Menge A und das ist die Menge B, dann ist das hier natürlich dann der Schnitt A geschnitten B. Jetzt können die beiden Mengen natürlich so liegen, dass der Schnitt leer ist. In dem Fall sagen wir auch, die beiden Mengen sind disjunkt. Das wären zwei Eigenschaften, die unverträglich miteinander sind, die nicht beide gleichzeitig auftreten können. Die beiden Mengen sind disjunkt. Andere Operation ist A vereinigt B, das sind die x, die in x aus A oder x aus B liegen. A vereinigt B oder die Vereinigung von A und B. Es wäre also wieder in dem Venn-Diagramm, dann wäre jetzt alles hier, wäre die Vereinigung. Das heißt, die Vereinigung beinhaltet insbesondere den Schnitt, nicht irgendwie doppelt, denn ein Element ist eben in einer Menge oder es ist nicht in einer Menge. Und es beinhaltet auch den Art Rest. Den Rest wollen wir dann auch noch einen Namen geben. Bevor wir das machen, schauen wir uns erst ein paar Eigenschaften an. Das ist eine lange Liste von Eigenschaften, die alle sehr selbstverständlich sind und die alle im Wesentlichen jetzt genau die Eigenschaften der Aussagenlogik widerspiegeln. Zum Beispiel hier die Kommutativität. Ich darf bei den Schnitt- und bei der Vereinigungsoperation kommt es auf die Reihenfolge nicht an. Also das heißt, ich habe, egal wie meine Mengen sind, A vereinigt B gleich B vereinigt A und analog für den Schnitt. Warum ist das so? Das spiegelt einfach nur die Kommutativität beim und wieder, beim oder wieder, bei der Vereinigung. Ich hatte das definiert als x aus A oder x aus B. Das oder ist kommutativ, Beweis über die Wahrheitstafel. Also darf ich hier vertauschen und damit habe ich den Beweis. Das heißt, das ist einfach nur eine andere Schreibweise, wenn man so will, als die Kommutativität des Oders, der Disjunktion. Und das ist nur eine andere Schreibweise als die Kommutativität der Konjunktion. Genauso hatten wir die Assoziativität für die Disjunktion und für die Konjunktion. Das heißt also, in Mengen ausgedrückt, es ist gleich, ob ich nun erst die Menge B vereinigt C schneide und dann vereinige und dann A mit dieser Vereinigungsmenge vereinige oder ob ich erst A und B vereinige und dann diese Vereinigungsmenge mit C vereinige. Diese Aussage hat Bestand unabhängig von der ersten Aussage. Das heißt also, wenn ich hier irgendetwas hätte, eine andere Operation, wo die erste Aussage nicht gelten würde, dann könnte die zweite Aussage durchaus gelten. Das ist ein typischer Fall, das werden wir später sehen, mathematische Operationen, das ist sozusagen das Minimum, was eine mathematische Operation mit sich bringen muss, ist die Assoziativität. Die Kommutativität kann sein, kann nicht sein. Es gibt durchaus
weiß nicht, ob Sie das, glaube ich, nicht Standard-Schulstoff. Wenn Sie schon mal, haben Sie das Wort Matrix schon mal gehört? Wenn Sie schon mal zwei Kreuz zwei Matrizen multipliziert haben, dann werden Sie gemerkt haben, dies ist nicht kommutativ im Allgemeinen. Es ist nicht wie bei Zahlen. Matrixmultiplikation ist aber assoziativ. Und wenn, wir werden das ganz gleich nochmal anschauen, wenn eine Operation nicht assoziativ ist, dann fällt es wirklich sehr, sehr schwer, überhaupt etwas mit der anzustellen. Gut. Hier sind wir auf der sicheren Seite. Wir haben beides. Natürlich könnten wir auch beides mischen und könnten sagen, ja, wegen der Kommutativität können wir hier auch nochmal alles durchrotieren lassen. Ob wir jetzt B vereinigt C schreiben oder C vereinigt B, ist auch egal. Ob wir die Klammer vorne oder hinten schreiben, ist auch egal. Und dann können wir alle möglichen Varianten noch aufschreiben, die wären alle gleich. Das heißt also, aber wenn man jetzt erstmal nur auf der Ebene der Assoziativität bleibt, das heißt also, Assoziativität heißt also, wenn ich über die Kombination von zwei Objekten zu einem neuen hinausgehen will und diesen Schritt wiederholen will, das heißt am Schluss drei Objekte kombinieren will, dann habe ich ja erstmal zwei Möglichkeiten. Die Assoziativität sagt mir, es ist egal, wie ich die zwei Möglichkeiten anschaue. Es kommt immer das Gleiche raus. Und wenn ich es mit zwei kann, dann kann ich es auch mit drei, mit vier, mit fünf, werden wir gleich nochmal sehen. Beweis ist jetzt wiederum genau die Assoziativität des O, das hier und des uns hier. Okay, das nächste ist die Verträglichkeit zwischen und oder, also die Distributivität. Die Verträglichkeit zwischen Schnitt und Vereinigung, die Distributivität, die genauso jetzt der Verträglichkeit, die distributiven Verträglichkeit zwischen und oder entspricht. Das heißt also, es ist egal, ob ich erst B mit C vereinige und dann diese Menge mit A schneide oder ob ich A mit den einzelnen Anteilen hier schneide und dann die einzelnen Schnitte vereinige. Und ich kann die beiden Operationen austauschen, das heißt also, es ist egal, ob ich erst B und C schneide und dann mit A vereinige oder ob ich erst jeweils vereinige und dann schneide. Und das jetzt wieder umgesetzt in die Elementbeziehung heißt das, ich habe hier ein und. Wenn ich jetzt das schreibe, was bedeutet das denn, x ist aus, dann steht hier x ist aus a und x ist, jetzt Klammer auf, x ist aus b oder x ist aus c. Und da weiß ich, dass diese und oder Kombination genau diese Eigenschaft hat. Das ist also wieder nochmal die entsprechende Eigenschaft von und oder. Okay, und dann, ja, das ist inhaltlich, glaube ich, offensichtlich, entspricht ähnlichen Eigenschaften für und oder. Wenn ich A mit sich selbst vereinige, ist es aus A, X aus A oder X aus A ist nichts anderes als X aus A oder X aus A und X aus A ist das gleiche wie X aus A. Das. Auf der Ebene der Aussagen hatten wir diese zwei speziellen Aussagen oder zwei speziellen Typen von Aussagen. Einerseits die Tautologie, die Aussage, die immer richtig ist, und den Widerspruch, die Aussage, die nie richtig ist. Auf der Ebene der Mengen ist jetzt das was? Die Menge, wo immer alles dazugehört, das ist die Grundmenge, das ist das Groß X. Die Menge, wo nie etwas dazugehört, ist die leere Menge. Also die Tautologie entspricht der Aussage, X ist aus Groß X. Wenn Groß X sowieso nur meine Welt ist, dann ist das einfach eine Tautologie. Und der Widerspruch ist, x ist aus der leeren Menge. Und dann hatten wir solche Beziehungen gesehen und die setzen sich jetzt hier entsprechend um. A vereinigt die leere Menge, ist A, es kommt einfach nichts dazu. A geschnitten die leere Menge, ist die leere Menge. A vereinigt x, ist ganz x, mehr gibt es nicht. A geschnitten x ist A. Also das, was ich jetzt hier alles sage, das sind natürlich alles Dinge, die sind, wenn Sie jetzt sagen, ja, alles klar, will ich Ihnen da nicht widersprechen. Generell würde ich immer raten, ganz so klar ist es vielleicht doch nicht, das heißt, machen Sie wenigstens einen Teil dieser Beweise wirklich explizit, die ich jetzt alle andeute. Und das ist natürlich dann auch insbesondere Inhalt der Übungen, die wir machen. Als letzte Beziehung, man kann die Teilmengenbeziehung auch dadurch charakterisieren,
Das heißt also, hier wird behauptet, die Aussage A, Teilmenge B, ist äquivalent mit dieser Aussage. Das heißt also, aus der Aussage A, Teilmenge B folgt diese Aussage und aus dieser Aussage folgt A, A ist Teilmenge B. Und was ist die Aussage? Die Aussage ist A vereinigt B ist B. Wenn also sozusagen, wenn ich A zu B hinzuschlage, nichts Neues dazukommt, dann muss das schon alles in A gewesen sein. Also man sieht, wenn man das so ein bisschen verbal umsetzt, ist das auch jetzt relativ einsichtig. Und genauso ist eine äquivalente Aussage, wenn ich A und B schneide und dann nur A herauskommt, dann muss A wohl schon in B gewesen sein. Dass also da keine zusätzliche Restriktion passiert ist, wenn ich jetzt sage, ich sondere die aus, die in B liegen. So, jetzt hatten wir gesagt, das hatte ich schon gesagt, und jetzt können wir das ein bisschen fortführen. Die Assoziativität ist insofern eine ganz wichtige Eigenschaft, weil die uns jetzt erlaubt, diese Operation nicht nur auf zwei Objekte, sondern auf drei. Und wenn wir drei können, dann können wir auch vier und fünf und so weiter anzuwenden. Wir können jetzt nämlich einfach sagen, was soll denn A geschnitten, B geschnitten, C sein? Und da kann ich jetzt sagen, ja, ich definiere das als A geschnitten, B geschnitten, C. Und wenn jetzt jemand anders herkommt und sagt, naja, ich hätte es aber lieber definiert als, ich hätte die Klammern lieber andersrum gesetzt, dann kann man sagen, naja, das ist das Gleiche. Macht nichts. Wir müssen uns nicht festlegen, wie wir die Klammern setzen. Hier bei drei Elementen ist es noch übersichtlich. Je mehr Elemente ich habe, desto mehr Unterschiede habe ich natürlich, mich sozusagen von 2 auf 3, auf 4, auf 5 und so weiter durchzuhangeln. Insofern ist das sehr wichtig, dass alle diese Varianten nichts Neues ergeben. Das heißt also, ich kann auch in dem Sinne für eine natürliche Zahl n, und wir nehmen jetzt mal so ein bisschen elementares Grundwissen der natürlichen Zahlen her, das heißt, wir haben n viele solcher Mengen, die indizieren wir mit 1 bis n, a1 bis an sind also unsere Mengen. Und jetzt können wir definieren, was a1 vereinigt, a2 vereinigt. Und jetzt tue ich mir schon ein bisschen schwer, weil ich ja nicht weiß, wo mein n aufhört. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt nicht wirklich alle aufzählen. Und wenn Sie mir jetzt sagen würden, ja, ich kenne mein n, aber das soll 7 Milliarden sein, dann würde ich mir auch etwas schwer tun, jetzt Ihnen alle Indizes aufzuzählen. Das heißt, wir behelfen uns jetzt, und das werden wir später präzisieren, was das ist, wir behelfen uns das damit, hier Pünktchen zu schreiben. Das ist erstmal nur eine reine Suggestion, die ich da mache. Das ist ein fauler Zaubertrick. Das ist die abkürzende Schreibweise dafür, aber die macht es nicht wirklich besser. Die Vereinigung der AI und I soll von 1 bis N laufen. Das ist also so ähnlich zu sehen, ich weiß nicht, ich würde mal hoffen, dass Sie das schon mit dem Summenzeichen gearbeitet haben. Da hat man auch so eine Situation, man hat eine Operation, man hat indizierte Größen, dort sind es halt Zahlen, und dann hat man so einen Laufindex. Und das ist hier genauso, dieses I. Ob das, dass es jetzt I heißt, ist völlig irrelevant. Das könnte genauso gut K heißen, und dann würde hier K von 1 bis N stehen oder wie auch immer. Das ist wie eine Schleife in einer Programmiersprache. So, was soll das jetzt eigentlich sein? Und die Vorstellung, die wir haben, und zumindest die Erwartung, dass da andere Varianten eben nichts anderes ergeben, ist, dass wir machen, was wir so vorgehen. Wir bilden A1 vereinigt A2. Das ist wohl definiert. Dann haben wir hier eine neue Menge. Dann nehmen wir diese Menge her, vereinigen sie mit A3. Das ist auch wohl definiert. Dann nehmen wir diese Menge her, vereinigen sie mit A4 und so weiter und so weiter und so weiter. Aber dieses und so weiter, das müssen wir halt noch ein bisschen später präzisieren. Man kann das auch so sehen, man kann das sozusagen rekursiv auffassen. Man kann einen beliebig hohen Turm bauen, wenn man weiß, wie man einen Stein drauflegt. All das, man sieht, da ist einiges noch ein bisschen zu präzisieren, das werden wir aber noch machen. Dann hatte ich schon gesagt, man kann natürlich jetzt auch sozusagen die Restmenge anschauen, A ohne B. Das sind eben genau die Elemente aus der Grundmenge, die zu A gehören, X aus A, und die nicht zu B gehören. Das heißt, A ohne B, was wäre das? Das sind die, die zu A gehören und nicht zu B gehören.
Und dann, wenn unsere Bezugsmenge klar ist, also wenn wir insbesondere die erste Menge als die Grundmenge nehmen, dann nehmen wir das einfach das Komplement, das wäre das relative Komplement von B bezüglich A. Und wenn die Menge A die Grundmenge ist und wir die Menge, die wir hier B nennen, jetzt hier A nennen, dann kommen wir zum Komplement bezüglich der Grundmenge. Und eine Schreibweise gibt es auch andere, ist hier so ein hochgestelltes C, C für Komplement. Gut. Ja, was entspricht jetzt dem C bei unseren logischen Operationen? Was entspricht der Komplementbildung? Vielleicht sehen Sie das. Wir haben jetzt schon fast alles irgendwie verarztet. Wir hatten das und, das oder, die Implikation. Was fehlt jetzt noch? Ja, das nicht. Sehen Sie hier irgendwo das nicht? Ja, das ist genau diese Bildung. Diese Bildung, nicht Element in der ersten Zeile, nicht Element von B zu sein. Das heißt, die Komplementbildung entspricht auf der aussagenlogischen Ebene gerade der Verneinung. Das Zusammenspiel zwischen Nicht und Oder, das waren gerade die de Morganschen Regeln. Diese setzen sich jetzt wörtlich um in de Morganschen Regeln für Mengen. Das heißt also, wenn ich im Komplement von A, das Komplement von A vereinigt B, ist gerade der Schnitt der, Entschuldigung, andersrum, machen wir die erste Zeile, der Schnitt des, das Komplement des Schnittes von A und B ist gerade die Vereinigung der Komplemente von A und B. Und analog, das Komplement der Vereinigung von A und B ist gerade der Schnitt der Komplemente. Wie gesagt, jede dieser Gleichungen bedarf eines Beweises und der Beweis sieht so aus, x ist aus, ja, jetzt sind wir hier in der Grund, x ist nicht aus A geschnitten B. Das heißt, es gilt nicht, dass x ist aus A und x ist aus B. Jetzt müssen wir diese Und-Aussage verneinen. Jetzt kommt also de Morgan für und oder und dann sind wir schon fast an der Stelle hier angelangt. Aber alles bedarf eines Beweises. Jetzt hatten wir auch schon ein bisschen über Beweistechniken gesprochen und hatten gesagt, das Normale ist der direkte Beweis. Man versucht, man will aus einer Aussage A eine Aussage B irgendwann folgern und man fängt eben an, alles auszupacken, was man hat. Und dann folgt aus A was anderes und dann folgt wieder was anderes und dann folgt am Schluss hoffentlich B draus. Das ist der direkte Beweis. Dann gibt es die Kontraposition und es gibt den Widerspruchsbeweis. Schauen Sie sich mal diese Aussage an, die hier steht. Hat die was mit diesen Überlegungen zu tun? Also hier steht, die Aussage, dass A ist eine Teilmenge von B, ist äquivalent damit, dass das Komplement von B eine Teilmenge vom Komplement von A ist. Hat das was mit diesen drei Dingen, mit diesen drei Begrifflichkeiten zu tun? Also was wäre das hier umgesetzt? Das wäre die Implikation, x ist aus A, daraus folgt x ist aus B. Und das wäre die Implikation, x ist nicht aus B, daraus folgt x ist nicht aus A. Das heißt, das ist einfach nur die Kontraposition zu dieser Aussage hier. Das ist die mengentheoretische Schreibweise der Kontraposition. Ich kann zwar nicht eine Aussage im Allgemeinen nicht umkehren, aber ich kann sie mit Verneinung umkehren. Und dann kann ich daraus auch einen Widerspruchsbeweis bauen, wenn ich sage, ich gehe aus davon, dass die Aussage B, die ich eigentlich folgern will, oder wie immer ich sie nenne, nicht gilt, dass die Voraussetzung gilt und dann muss ich daraus einen Widerspruch ableiten. Ja. Okay, und schließlich hier, wenn eine Menge in A ist und im Komplement von B, wenn der Schnitt von A und im Komplement von B leer ist, kann das nur bedeuten, dass alles, was in A ist, in B sein muss, das heißt also A-Teilmenge B. So, jetzt gehen wir einen kleinen Schritt weiter. Und zwar
haben wir ja gesagt, wir dürfen alles, egal was uns einfällt, dürfen wir zu Mengen zusammenpacken. Natürlich auch Mengen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel die Menge x gleich, sagen wir mal, 1, 2 habe. Was hat denn die Mengen für Teilmengen? Vielleicht diktieren Sie mir mal die Teilmengen von dieser Menge. Ja? Und schließlich die ganze Menge, also 1, 2. Also es gibt zwei Teilmengen, die es immer gibt, egal von was ich ausgehe. Immer ist die leere Menge eine Teilmenge und immer ist die Ausgangsmenge eine Teilmenge. Und was dazwischen sozusagen noch rumliegt, das hängt natürlich dann ab. Was wir also jetzt hier sehen ist, aus irgendwelchen Gründen hat eine Menge mit zwei Elementen vier Teilmengen. Das werden wir später genauer sehen, dass das kein Zufall ist, sondern dass für eine endliche Menge mit n Elementen hier immer 2 hoch n Teilmengen stehen. Deswegen ist auch eine Schreibweise, die auf dem ersten... Was wir jetzt machen ist, wir nehmen all diese Teilmengen und machen um diese ganzen Teilmengen nochmal sozusagen einen Korb drum. Und nennen das jetzt die Potenzmenge der Menge x. Also die Potenzmenge einer Menge x, geschrieben mit Skript px, p wie Potenz, ist einfach die Menge aller Teilmengen. Und diese Geschichte mit dem 2 hoch n, die ich schon angekündigt habe, erklärt auch ein bisschen diese Schreibweise, die wir jetzt nicht unbedingt benutzen werden. Man schreibt das dann auch formal als 2 hoch x. So, hier sind noch mal ein paar Eigenschaften festgehalten. Immer gehört, wie gesagt, die leere Menge und die Grundmenge zur Potenzmenge. Und wenn ich ein Element aus der Menge habe, dann sind die einelementigen Mengen auch in der Potenzmenge. Das haben wir hier auch gesehen. Das haben wir hier auch gesehen, nur ist die Menge halt hier so einfach, dass es hier nichts weiteres gibt. Und immer, das sind sozusagen zwei verschiedene Ausdrucksweisen des gleichen Sachverhaltes. Ich kann uns sagen, eine Menge y ist eine Teilmenge von x und ich kann aber auch sagen, y ist in der Potenzmenge von x. Das ist beides mal genau das Gleiche. Was wir hier sehen, und das wird uns später ziemlich vieles eröffnen, ist, die Potenzmenge ist anscheinend eine deutlich größere Menge. Also hier in dem Fall sieht man das noch nicht so gewaltig, von 2 auf 4, naja, von n auf 2 hoch n ist schon ein bisschen besser, aber wie ist es mit einer unendlichen Menge? Zum Beispiel der Menge der natürlichen Zahlen. Wir können natürlich auch die Potenzmenge der natürlichen Zahlen anschauen. Das wären alle möglichen Teilmengen, alle möglichen Mengen, deren Elemente natürliche Zahlen sind. Wie viele gibt es davon? Und dann werden wir später sehen, dass es von diesen Objekten sehr, sehr viele gibt. Was immer das genau heißt. So, okay. Soweit so schön mit der Logik. Und jetzt kommt das große Aber. Ich will das nicht zu sehr betonen, weil das nicht eigentlich unser Geschäft jetzt hier sein sollte. Das wäre das Stichwort exakt... axiomatische Mengenlehre. Was wir bisher gemacht haben, ist naive Mengenlehre. Schauen wir uns mal an, warum diese naive Mengenlehre so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen kann. Und das Stichwort ist, ich werde es mal so nennen, der Barbier von Sevilla. Wer hat von diesem Herrn schon mal gehört? Okay, es sind nicht zu viele, also gibt es was Neues zu hören.
Hat also nichts mit einer Mozart-Oper zu tun, weil Sie das glauben würden. Und das ist folgende Geschichte. Also wir haben ja gesagt, wir können alles zu einer Menge zusammenpacken. Das heißt also, wir können, wenn wir jetzt sozusagen mal vor unserem geistigen Auge die Gesamtheit aller Mengen uns ausbreiten, dann können wir alle diese Mengen wieder zu einer Menge zusammenpacken. Eine sogenannte Allmenge. Diese Allmenge hat eine ganz komische Eigenschaft. Die Allmenge ist ja wiederum eine Menge. Also muss sie Element von sich selbst sein. Und wenn man das durchdenkt, ich versuche es mal darzustellen, die Allmenge, wie sieht die aus? Ich versuche die mal, das ist natürlich völlig daneben, wieder als so ein Kloß zu schreiben. Nehmen wir sie mal A. Dann beinhaltet die Allmenge sich sozusagen selbst. Aber dieses in sich selbst, dadurch, dass sie in sich selbst enthalten ist, ist sie natürlich in sich selbst enthalten. Und das geht jetzt hier. Man kann es nicht aufzeichnen. Natürlich dürften all diese Kreise nicht kleiner werden. Und man sieht, das ist eine Konstruktion, die ist ein bisschen kritisch. Okay, das haben wir also. Das haben wir sozusagen eingebrockt mit unserem naiven Mengenbegriff. Weil wir die Allmenge haben, können wir zum Beispiel folgende Aussageform bilden. Wir bilden die Aussageform, x ist nicht Element von x. Jede normale, anständige Menge wird diese Eigenschaft erfüllen, für die wird diese Aussage wahr sein. Die Menge der natürlichen Zahlen ist natürlich keine natürliche Zahl. Eine Menge von 5 Äpfeln ist auch kein Apfel. Im Normalfall ist diese Aussage richtig. Wir haben aber gerade gesehen, es gibt aber durchaus Mengen, für die diese Aussage nicht richtig ist. So, und jetzt schauen wir uns mal an, das ist eine Aussageform, und dann dürfen wir ja, haben wir ja gesagt, wir dürfen die Elemente, ich bin jetzt hier mal mit der Grundmenge sehr lax, wir dürfen die Elemente nehmen, die diese Aussageform erfüllen. Das heißt, das sind die Elemente, die Objekte, die die Eigenschaft haben, sie enthalten sich nicht selbst. Die sollte eigentlich ziemlich groß sein, diese Menge, denn wir hatten ja gesehen, fast jede normale Menge liegt da drin. So, und jetzt fragen wir uns mal, wie sieht es denn aus mit der Menge selbst? Welche Eigenschaft hat die Menge? Es gibt ja nun jetzt 2 Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit 1, dass m, egal wie rum wir anfangen, Element von M ist, und es gibt die Möglichkeit 2, dass M nicht Element von M ist. Eine von diesen beiden Möglichkeiten muss gelten. Wie ist es, wenn M Element von M ist? Was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Per Definition in der Aussageform. Steht hier. Wir müssen nur M einsetzen. Wenn M Element von M ist, dann folgt daraus, M ist nicht Element von M. Das ist ein Widerspruch. Das heißt, das kann nicht richtig sein. Also muss das richtig sein. Aber wenn M nicht Element von M ist, dann hat M ja diese Eigenschaft nicht. Also muss gelten, M ist Element von M. Das heißt, beide Fälle führen auf einen Widerspruch. Das heißt, wir haben sozusagen einen inneren Widerspruch in der Logik und in der Mengenlehre konstruiert und damit ist alles perdu. Jetzt können wir nach Hause gehen und sagen, okay, war irgendwie so eine ganz gute Idee mit der Mathematik, aber klappt halt nicht, geht nicht, ist logisch inkonsistent, gibt's nicht. Für viele wäre das eine super Antwort, glaube ich. Aber und das war Ende des 19. Jahrhunderts ein echtes Problem. Man hat ja lange Zeit hat man Mathematik sehr naiv betrieben, bis etwa in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann hat man versucht, das zu formalisieren, was man überhaupt macht. Und dann kam die Mengenlehre und man war schrecklich glücklich darüber. Und dann ein Herr Frege hat dann versucht, einfache Arithmetiksysteme zu formalisieren.
und glaubte auch, das Ganze hingekriegt zu haben. Und als sein zweiter Band nach, ich weiß nicht wie viel, 10 Jahren fertig war, bekam er einen Brief von einem englischen Mathematiker, das war Bertrand Russell, der später den Friedensnobelpreis gekriegt hat, nicht dafür, aber für andere Sachen. Der hat ihm dann halt geschrieben, naja, was hältst du denn von der Menge? Und damit war alles dahin. War alles zu Sand zerbröselt. Das ist nicht so gut, wenn man da 10 Jahre an so einem Buch geschrieben hat, aber naja, kann passieren. Aber man kann natürlich sich aus dieser Situation herausholen. Ich will nur kurz andeuten, wie das geht. Was man also machen muss im Wesentlichen, man muss verbieten, dass solche Mengen konstruiert werden können. Das heißt, das ist die sogenannte axiomatische Mengenlehre, die sagt, was ist überhaupt erlaubt. Da gibt es verschiedene Axiomensysteme und wenn man sich sozusagen in diesen Axiomensystemen bewegt, ist wieder alles okay und man ist aus diesem Schlamassel raus. Und das Axiomensystem, was wir heute haben, die Formulierung, die heute benutzt wird, das geht auf Zermelo und Frenkel zurück. Okay. Ich hoffe, ich habe Ihnen hinreichend viel Angst gemacht, dass die geliebte Mathematik gar nicht existiert. Jetzt kann man die Angst wieder wegnehmen. Ich habe jetzt 40 Jahre Mathematik gemacht und es hat mich nie wirklich behindert, es zu tun. Okay, halten wir uns mal fest, was wir da, ich will es mal ganz kurz andeuten, was wir da sozusagen an Forderungen stellt und was jetzt diese Problematik aufhebt. Das ist im Prinzip muss man einfach fordern, dass das, was wir jetzt naiv gemacht haben, dass das auch wirklich so funktioniert. Und man muss diese in sich beinhaltenden, sich selbst beinhaltenden Mengen irgendwie ausschließen. Und das geht jetzt folgendermaßen. Ich deute mal diese Axiome an, nur indem mal die Begriffe mal fallen. Das eine ist das sogenannte Extensionalitätsaxiom. Das sind alles wunderschöne Wörter. Extensionalitätsaxiom. Das bedeutet im Wesentlichen, dass das gilt, was wir in Definition 112 festgelegt hatten. Vielleicht blättern wir nochmal zurück, was wir da hatten. Wo ist es? Das ist das hier, dass eine Menge sozusagen über ihre Elemente, wo ist es 112, wo ist das hier, über ihre Elemente gegeben wird. Dann als zweites muss man voraussetzen, dass es sowas wie die leere Menge gibt. Dann schließlich, das nennt man das Paarmengenaxiom, das meint etwas verkürzt das Folgende, wenn ich zwei Objekte habe, A und B, egal was das ist, ist dann dieses Gebilde eine Menge. Schließlich braucht man das Vereinigungsaxiom, also alles Dinge, die uns bisher, glaube ich, mehr oder minder selbstverständlich erscheinen. Das heißt einfach, ich habe eine Menge M und dann bilde ich die Vereinigung. Das heißt also, ich bilde die Vereinigung über alle M. Das heißt also, ich bilde die Menge, die in der Grundmenge liegt, die in einer Menge x liegt und x ist ein Element von M. Also ich nehme alle Mengen her, die in diesem Mengensystem M sind und vereinige die. Und die Forderung ist, dass dieses Gebilde eine Menge ist. Wo
würde man auch sagen würden, klar, warum nicht? Dann, das werde ich anschließend erklären, was das ist, das sogenannte Unendlichkeitsaxiom. Das ist die Aussage, es gibt eine induktive Menge. Was eine induktive Menge ist, sage ich im Anschluss. Und schließlich das Potenzmengenaxiom. Es gibt die Potenzmenge. Alles Dinge, wo man sagen würde, natürlich kann man das so machen, warum sollte man das nicht so? Zu jeder Menge x gibt es die Potenzmenge, wie definiert. Also die hatten wir ja p von x genannt. Okay, und jetzt wird es interessant. Also bis auf das mit der Unendlichkeit, Unendlichkeitsaxiom, das müssen wir uns nochmal überlegen. Jetzt kommt der wesentliche Punkt, das ist nämlich das sogenannte Fundierungsaxiom. Und das ist das, was gerade diese Bildung, die uns jetzt hier einen Streich gespielt hat, diese Bildung nicht mehr zulässt. Im Fundierungsaxiom sagt man, eine beliebige Menge m, die nicht gerade die leere Menge ist natürlich, enthält ein, da dürfen also Mengen drin liegen, das darf auch sozusagen so in Zwiebelschalen einige, endlich viele Schritte runtergehen, enthält ein, aber irgendwann ist sozusagen Schluss, enthält ein A von M, ein A aus M, also enthält eine Menge, die da Element ist, die hat die Eigenschaft, sodass für kein x gilt, x gehört zu der Menge und x gehört gleichzeitig zu A dazu. Also diese Geschichte mit der Allmenge, dass es immer tiefer und tiefer und tiefer gehen kann, das ist damit ausgeschlossen. Und dann das Letzte, das ist eher simpel wieder, aber also da die eigentliche inhaltliche Voraussetzung steckt da drin, ist das sogenannte Ersetzungsaxiom. Das sagt, wenn ich die Elemente oder wenn ich Elemente aus einer Menge austausche, also ersetzt man alle Elemente einer Menge M . Das ist jetzt nichts, was Sie sich irgendwie, und selbst wenn Sie die nächsten 40 Jahre Mathematik machen würden, merken müssen. Man muss nur im Hintergrund wissen, es sei denn, Sie wollen Logiker oder Mengentheoretiker werden, wozu ich nicht unbedingt raten würde, aber gut. Man muss nur wissen, es gibt da eine Fundierung und damit ist es dann auch gut. Also was noch war unsere Ersetzungsaxiom? Ersetzt man alle Elemente einer Menge M durch beliebige andere Elemente oder durch beliebige Elemente, entsteht wieder eine Menge. Ist auch etwas, wo man sofort Ja sagen würde dazu. Okay. Ja, was hat das mit dem Papier von Sevilla zu tun? Die sozusagen umgangssprachliche Umsetzung dieser Konstruktion der Menge M hier, die uns in Probleme geführt hat, ist die folgende Formulierung, die geht, glaube ich, auch auf Russell zurück. Was macht der Barbier von Sevilla? Der Barbier von Sevilla rasiert genau, wir wissen ja, was genau heißt, das ist eben eine Äquivalenzaussage, rasiert genau die Männer,
die sich nicht selbst rasieren. Das hört sich auf den ersten Blick recht harmlos an. Aber jetzt können wir natürlich die Frage stellen, ja, was macht er denn? Rasiert er sich nun oder rasiert er sich nicht? Kann ja nur eins von beiden gelten. Wenn er sich rasiert, dann rasiert er sich selbst nicht. Wenn er sich aber nicht rasiert, dann gehört er ja zu den Männern dazu, die er rasiert. Das ist genau der gleiche, das gleiche Paradoxon. Okay, jetzt bin ich noch schuldig zu sagen, was eine induktive Menge ist. Vielleicht machen wir es mal wieder andersrum. Jetzt. Was ist eine induktive Menge? Also M heißt, das ist eine Definition. M heißt induktiv. Eine induktive Menge ist sozusagen so eine von unten aufgebaute zwiebelschalige Menge. M heißt induktiv, wenn gilt, aber es ist eben sozusagen ein Startpunkt da. Das war ja hier so eine Menge, wo es keinen Startpunkt gibt, wo es immer tiefer hineingeht. Und das hat uns die Probleme gemacht. Der Startpunkt ist hier die leere Menge. Die leere Menge gehört zur Menge dazu. Das ist hier eine der Bedingungen, das ist noch nichts weiter Schlimmes. Und die nächste Bedingung ist die, für alle x auch m ist auch x vereinigt. Das sind also jetzt zwei verschiedene Dinge. Das ist eine Menge und das ist eine einelementige Menge, die diese Menge als Element beinhaltet. Das sind zwei völlig verschiedene Objekte. Ist auch x vereinigt diese einelementige Menge aus m. So was nennt man eine induktive Menge. Wieso könnte das irgendwann mal von Bedeutung sein, so etwas zu haben? Wenn wir dieses allgemeine Geplänkel jetzt hinter uns haben, also spätestens das nächste Mal, hoffe ich doch, naja, sagen wir mal das übernächste Mal, dann werden wir mit Zahlen anfangen. Und die ersten Zahlen, mit denen wir natürlich anfangen müssen, sind die natürlichen Zahlen. Und sonst Sie sagen, ja, damit bin ich ja schon in der Grundschule traktiert worden, ich weiß, was das ist, ich kann zählen, 0, 1, 2, 3. Und wenn ich Sie jetzt frage, was ist denn 5, dann weiß ich nicht so genau, was Sie mir dann antworten. Und dann sagen Sie natürlich, ich weiß all die Eigenschaften, die natürlichen Zahlen haben, da habe ich eine Addition, eine Multiplikation, Kommutativität, Assoziativität und so weiter und so weiter. Habe da 12 Jahre mit rumgerechnet und dann frage ich Sie, ja, warum ist das kommutativ? Das heißt also, das Problem ist so ein bisschen, wo fängt man an und was folgert man daraus? Und wir werden versuchen, das zu machen. Wir werden einfach zu sagen, natürliche Zahlen ist etwas, was einen ganz kleinen Satz von Eigenschaften hat, den sogenannten Peano-Axiomen. Da ist noch nicht von Addition die Rede, Multiplikation oder was auch immer. Und aus diesen wenigen Eigenschaften werden wir dann definieren, was eine Addition ist, was eine Multiplikation ist und all die Eigenschaften, also nicht alle im Detail, aber prinzipiell alles, wirklich absolut alles, was Sie über die natürlichen Zahlen wissen, herleiten. Nun kann man natürlich sagen, das ist ein schönes Axiomensystem, aber vielleicht gibt es so ein Objekt gar nicht. Und diese Möglichkeit der induktiven Menge, und jetzt kann man wieder sagen, wir haben nur vorausgesetzt, dass es die natürlichen Zahlen überhaupt gibt, und das ist ein großer philosophischer Streit auch. Da gibt es zwei Denkschulen. Die eine sagen eben, das war der Herr Kronecker, Leopold Kronecker, der hat gesagt, die natürlichen Zahlen sind vom lieben Gott, das Lieb kann man weglassen oder auch nicht, das ist ad libitum, alles andere ist Menschenwerk. Er war also der Meinung, die natürlichen Zahlen sind gesetzt, von wem auch immer, und daraus kann ich konstruieren. Das werden wir im Anschluss auch machen. Wenn wir die natürlichen Zahlen haben, können wir die ganzen Zahlen konstruieren. Können wir sowas wie eine negative Zahl konstruieren. Dann können wir sowas wie Brüche konstruieren. Und dann vielleicht auch sowas wie reelle Zahlen. Das ist die eine Denkschule. Und die andere Denkschule ist halt, dass die Zahlen alle konstruiert sind. Und wenn man der anhängt, dann braucht man sowas wie eine induktive Menge. Denn wie könnte man das machen? Dann könnte man ja das bilden. Man fängt an
mit der leeren Menge. Wenn ich die leere Menge habe, dann darf ich die leere Menge vereinigt die leere Menge bilden. Wenn ich das habe, darf ich diese Menge hernehmen und darf dann nochmal das hier dazu nehmen. Und Sie sehen, was ich jetzt gerade konstruiere, ist sowas wie ein Modell für sowas wie Abzählen. Das wäre 0. Von wie komme ich von 0 zu 1? Es muss was dazukommen. Was Verschiedenes dazukommen. Hier kommt sicher was Verschiedenes dazu. Dann komme ich zu 2 und so weiter. Also so hängt das ein bisschen miteinander zusammen. Als Randbemerkung, wir werden uns da nicht um diese Konstruktion kümmern, sondern werden einfach sagen, Peano-Axiome, das definiert die natürlichen Zahlen und damit legen wir dann los. Aber bis wir so weit sind, müssen wir jetzt noch ein bisschen Logik machen. Und das ist jetzt das nächste Kapitel. Das ist nämlich, das können wir heute schon anfangen. Das Problem ein bisschen mit dieser Vorlesung ist, dass es, sie wird umso interessanter, je weiter wir fortschreiten. Aber ich kann natürlich jetzt schlecht hinten anfangen, denn dann wäre es mit dem fundierten Aufbau nicht so schrecklich viel her. Das heißt also, je mehr Zeit wir hier haben, je weiter wir hier kommen, desto, das ist einfach ein Versprechen von mir und ich glaube, das kann ich auch einhalten, desto spannender wird das Ganze. Und wenn man natürlich an der ersten Stunde sagt, okay, das ist langweilig, dann hat man vielleicht was verpasst. Oder es kann ich schon alles, dann hat man vielleicht auch was verpasst. Vielleicht. Okay, mal was ist Prädikatenlogik? Wir hatten, es ist uns schon ein bisschen begegnet im Zusammenhang mit den Aussageformen. Wenn wir Mathematik notieren, dann notieren wir die ja typischerweise nicht für konkrete Zahlen. Manchmal auch, aber wir sprechen ja nicht von 5 und 7 und 13, sondern wir machen zum Beispiel eine Aussage über natürliche Zahlen oder über reelle Zahlen. Und so eine typische Aussage, von deren Gültigkeit Sie natürlich wissen, ist diese Aussage. Es gilt für, sagen wir, Zahlen A und B, und als Zahlen können wir dann reelle Zahlen oder was auch immer Sie haben wollen nehmen. Es gilt A plus B Quadrat gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Okay. Damit habe ich Ihnen, glaube ich, nichts Neues gesagt. Okay, gut. Das ist also jetzt eine Aussageform, das heißt, die hat gewisse Variablen drin, A und B, das können zum Beispiel reelle Zahlen sein. Also ich benutze hier diese Schreibweisen für die Zahlenmengen, die wir später noch genauer einführen werden, die ich hoffe, dass Sie sie gesehen haben. Ich benutze das R-Doppelstrich für die reellen, das N-Doppelstrich für die natürlichen, beziehungsweise N0, wenn ich mit der 0 anfangen will, und Z mit dem Doppelstrich auf der Diagonale für die ganzen Zahlen und entsprechend Q. Aber es ist letztlich egal, was wir jetzt hier zugrunde legen. Sie können auch hier natürliche Zahlen nehmen oder was auch immer. Wir wissen jedenfalls, diese Aussage gilt jetzt für alle Zahlen. Das müssen wir irgendwie zum Ausdruck bringen. Und das ist jetzt ein neues Objekt, logisches Objekt, ist der sogenannte Allquantor. Wenn wir das jetzt wirklich alles ernst nehmen mit der Logik, dann schreiben wir den mit einem umgedrehten A. A für alle oder all. Und das würde so aussehen, für alle A aus R und für alle B aus R gilt diese Aussage. Dann hätten wir wieder eine Aussage formuliert und die wäre sogar richtig. Jetzt nochmal zur Schreibweise. Das ist jetzt eine ziemlich aufgeblähte Schreibweise hier. Wenn man sich hier sozusagen sicher ist, dass man das Richtige meint, dann kann man dieses und auch weglassen. Dann schreibt man für alle a aus r, für alle b aus r gilt diese Aussage. Oder man lässt das zweite für alle weg. Man schreibt für alle a aus r, b aus r gilt diese Aussage. Oder vielleicht noch ein bisschen verkürzt, für alle a b aus r, damit meint man also verkürzt a aus r und b aus r. Gilt die Aussage. Also das wäre so eine typische Art, das aufzuschreiben. Für alle A, B aus R gilt die binomische Formel. Wenn man das jetzt liebt, solche komischen Zeichen zu schreiben, soll man das ruhig machen. Ich ziehe sozusagen die deutsche Sprache vor
Und die deutsche Sprache würde sagen, ich schreibe einfach für alle hier oder F.A. Der Punkt ist der wesentliche Punkt, das bedeutet exakt das Gleiche. Es wird keinen Deut oder es darf keinen Deut ungenauer werden, nur weil ich keine Formelzeichen benutze. Das ist einfach nur eine Frage des Geschmacks dann. Also bleiben wir ein bisschen bei diesen Formelzeichen, um wirklich nochmal anzudeuten, wir meinen das jetzt hier wirklich ernst und schwätzen nicht nur so ein bisschen darüber herum. Okay, das wäre also eine für alle Aussage. Die kann einen oder zwei, wie hier in dem Fall, oder eine endliche Anzahl von Argumenten, von Variablen haben. Was wäre eine andere Möglichkeit? Wir könnten sagen, für alle reellen Zahlen a ist a Quadrat größer gleich 0. Das ist bestimmt auch richtig. Das wäre auch so eine Aussage. Wir könnten natürlich auch sagen, für alle reellen Zahlen a ist a Quadrat kleiner 0. Und das wäre gewiss nicht richtig. Das heißt, es gibt natürlich auch Situationen, wo eine für alle Aussage nicht richtig ist. Was bedeutet das nun, dass so eine für alle Aussage nicht richtig ist? Zum Beispiel die Teilmengenbeziehung. Die Teilmengenbeziehung können wir jetzt mit diesem für alle Quantor auch schreiben. B ist Teilmenge von A, indem wir schreiben, für alle x aus B gilt x ist aus A. Das ist dann falsch, wenn es ein x aus b gibt, was eben diese Eigenschaft gerade nicht hat, wenn x nicht aus a ist. Und dann sind wir jetzt hier schon beim anderen Quantor angelangt, nämlich beim Existenzquantor. Also gesprochen als es gibt. Das ist dieses umgedrehte e. Wenn man das Zeichen mag, wenn man es eben nicht mag, schreibt man einfach hin, es gibt in deutschen Wörtern. Was wir hier jetzt sehen, ist, wie Aussagen dieses Typus zueinander stehen. Das heißt also, das, was ich jetzt hier am Beispiel gesehen habe, gilt allgemein für eine allgemeine Aussageform, oder so viel Unterschied ist ja nicht, wir haben ja gesehen, Mengen und Aussageformen sind wesentlich das Gleiche. Allgemein ist die Aussage, für alle x aus a gilt eine gewisse Aussageform, genau die Verneinung. Genau, das heißt äquivalent zur Verneinung der Aussage, es gibt ein A, sodass die Aussageform nicht gilt, sodass die Aussageform falsch ist. Wenn ich also eine für alle Aussage verneine, das kann man ganz formal machen und das muss man sich, glaube ich, ein für alle Mal verinnerlichen und im Zweifelsfall merken. Da wird in der Alltagssprache durchaus auch zum Teil das nicht korrekt gemacht. Wenn ich eine für alle Aussage verneinen will, dann wird eine es gibt Aussage daraus und die Verneinung rutscht auf die Aussageform. Alle Äpfel sind rot, es gibt einen Apfel, der nicht rot ist. Und umgedreht, wenn ich eine es gibt Aussage verneine, ist es genau das Gleiche. Die Verneinung was ich gesagt habe, entspricht nicht dem, was jetzt hier steht. Ich habe sozusagen das Verneinungszeichen auf die andere Seite geschrieben. Aber das ist genau wiederum, das hatten wir uns auch überlegt, dass das möglich ist, wegen der doppelten Verneinung. Aber jetzt sagen wir es nochmal in der Form, wie es jetzt hier steht. Die Verneinung von es gibt ein Element, was nicht die Aussage hat, ist: alle Elemente haben die Aussage und die Verneinung, alle Elemente haben nicht die Aussage, erfüllen die Aussageform, ist, es gibt ein Element, was die Aussage erfüllt. Also Sie sehen, formal, was bedeutet das nicht? Durchrutschen, aus dem für alle wird ein es gibt, aus dem es gibt wird ein für alle, durchrutschen und dann ja hier in dem Falle nicht und deswegen a von x. Schauen wir uns das mal ein bisschen an und Sie sagen mir, wie es da aussieht. Dass Sie jetzt nicht erst mal rechnen müssen, gebe ich Ihnen die Nullstellen dieses Polynoms an. Die Nullstellen dieses Polynoms sollten sein, vielleicht sieht es jemand sofort, wie war das, 2 und 1. Also nochmal zu merken.
die Nullstellen im Beispiel sind. X gleich 2 und x gleich 1. So. Erste Aussage. Es gibt eine ganze Zahl, sodass x² minus x minus 2 gleich 0. Ja? Sie haben recht, 2 minus 1. Ja. Gut, dass Sie aufgepasst haben. Okay, erste Aussage. Es gibt eine ganze Zahl, sodass x² minus x minus 2 gleich 0. Richtig oder falsch? Ja? Was wir also hier sehen ist, dass es gibt, der fragt wirklich nur nach der Existenz. Es fragt nicht nach, gibt es genau eins. Wir haben hier sogar zwei solche Objekte, die das erfüllen. Dementsprechend, wie ist das mit der zweiten Aussage? Wahr oder falsch? Ja, ja, und jetzt sollten Sie sich noch angewöhnen, das eigentlich wegzulassen. Es ist wahr, ja. Hier haben wir dann die Situation, dass es sogar genau eine Lösung gibt. Aber das ist ein neuer Begriff, ein unabhängiger Begriff, der hier auch nicht gefragt wird. Also im ersten Fall haben wir zwei solche Objekte, es gibt, abgehakt. Im zweiten Fall haben wir ein solches Objekt. Und wie sieht es jetzt im dritten Fall aus, in den reellen Zahlen? Ja, ja auch. So, schauen wir uns mal den nächsten Fall an. Es gibt eine reelle Zahl und es gibt ein x aus r und es gibt ein y aus r, sodass x plus y gleich 0 ist. Ja oder nein? Vielleicht schauen Sie es mal geometrisch an und übersetzen das in eine geometrische Fragestellung. Was habe ich hier? Wie würden Sie das geometrisch nennen, was das ist? X plus y gleich 0? In der Ebene, ja, was ist das? Eine Gerade. Also die, was ist jetzt geometrisch gesprochen die Frage, sozusagen? Können Sie es formulieren? Also die Fragestellung ist, gibt es einen Punkt auf der Gerade mit reellen Koordinaten? Und die Antwort ist, klar, da gibt es viele. Das heißt, hier haben wir nicht nur ein oder zwei, hier haben wir unendlich viele Kandidaten. Umso besser. Und wie würden Sie mich überzeugen, dass es x und y gibt? Wie überzeugt man jemanden, der partout das nicht einsehen will bei einer es gibt Aussage? Was wäre die beste Überzeugung? Anhand eines Beispiels, anhand eines Objektes, was zu der Menge der Erfüllenden hinzugehört. Geben Sie mir ein Beispiel. Zum Beispiel, ja, und da gibt es noch ein paar andere. Wie sieht es denn mit der letzten Aussage aus? Ja? Ja, und wenn ich jetzt von komplexen Zahlen noch nie gehört habe, wie würden Sie mich dann überzeugen? Damit haben Sie aber das Problem nur semantisch verlagert, denn was ist die Wurzel aus einer Zahl? Die Wurzel aus einer Zahl ist eben eine Zahl, deren Quadrat die Ausgangszahl ist. Also, Wenn Sie es unbedingt so wollen, frage ich hier nach der Existenz der Wurzel aus minus 1 und Sie können die, das ist natürlich keine wirklich überzeugende Antwort, jetzt zu sagen, die Wurzel aus minus 1 ist nicht definiert. Also Sie müssen mich schon ein bisschen anders überzeugen. Mit welcher Eigenschaft der reellen Zahlen können Sie mich überzeugen? Was erfüllen denn die Quadrate reeller Zahlen immer? Ja? Sie sind größer gleich 0, also es gilt immer, also schreiben wir mal eine Aussage hin, für alle x aus r gilt
x Quadrat größer gleich 0. Und wenn wir jetzt schon wissen, wie man sozusagen rechnet, dann ist x Quadrat plus 1 größer gleich 1. Und das ist echt größer als 0. Das sind natürlich alles Kenntnisse, die wir noch überhaupt nicht haben, dass 1 größer als 0. Also ich greife hier vehement voraus. Das wissen wir natürlich alles. Und das hat was mit den Multiplikationseigenschaften zu tun. Wenn x größer gleich 0 ist, dann bleibt das Vorzeichen. Und wenn x kleiner gleich 0 ist, dann dreht sich es gerade um. Und dann haben wir beides mal das größer gleich. Okay. Und Sie haben natürlich auch recht. Das ist natürlich dann genau der Anlass, dann die komplexen Zahlen zu konstruieren. Ich befürchte, wir werden nicht so weit kommen bis zu den komplexen Zahlen. Die komplexen Zahlen ist gerade die Frage, können wir die reellen Zahlen größer machen? Bei Beibehaltung aller ihrer Eigenschaften, die uns lieb sind, das muss man natürlich ein bisschen identifizieren, was das noch heißt, so dass wir auch so eine Gleichung lösen können, so dass wir auch eine Wurzel aus so was wie eine Wurzel aus minus 1 haben. Okay, wir haben also gesehen, Existenz hat nichts mit Eindeutigkeit zu tun. Diese Begriffe sind ganz scharf zu trennen. Eindeutigkeit, Existenz ist die Frage, gibt es ein Objekt? Das heißt, das kann die positive Antwort kann sein, ja, es gibt genau ein Objekt, ja, es gibt endlich viele dieser Objekte, ja, es gibt unendlich viele dieser Objekte. Eindeutigkeit heißt jetzt, Eindeutigkeit fragt nicht nach Existenz, sondern Eindeutigkeit fragt nach dem Ausschluss der Mehrfachheit. Das heißt, Eindeutigkeit bedeutet Folgendes, wenn ich das Objekt mit der Eigenschaft ax ist dann eindeutig, wenn ich folgern kann, ich habe zwei Objekte, ich weiß nichts über sie, ich weiß nicht, ob sie gleich sind, ob sie ungleich sind, sie haben beide diese Eigenschaft, dann muss ich daraus folgern können, dass sie notwendigerweise gleich sind. Das heißt nicht, dass es überhaupt ein solches x gibt. Das heißt also, wenn wir nochmal zurückgehen, und wenn ich jetzt hier formulieren würde bei der letzten Aussage, es gibt höchstens ein x aus R, sodass x² plus 1 gleich 0 ist, dann wäre das eine richtige Aussage. Oder eine andere Formulierung wäre, die Lösung der Gleichung x² plus 1 gleich 0 in den reellen Zahlen ist eindeutig. Ist richtig. Es gibt keine. Okay, es gibt natürlich, am liebsten haben wir natürlich, wenn beides vorliegt, wenn wir sowohl die Existenz haben als auch die Eindeutigkeit. Die Sprechweise ist dann, es gibt genau ein. Und wenn man das als Quantor schreiben will, dann nimmt man den Existenzquantor mit einem Pfeil. So, jetzt schauen wir uns noch mal ein paar Beispiele an. Und Sie sagen mir, was Sie davon halten. Das geht um die ganzen Zahlen. Ich lese es Ihnen vor. Für alle, damit Sie sehen können, für alle z quer aus den ganzen Zahlen z, Entschuldigung, es gibt ein z quer aus den ganzen Zahlen z, sodass für alle ganzen Zahlen z gilt, z plus z quer gleich z. Richtig? Falsch? Also Sie können mich dadurch überzeugen, wenn Sie sagen, okay, wir nehmen mal 0, dann überprüfen wir das und schauen und wir wissen, z plus 0 ist z für alle ganzen Zahlen, das wissen wir. Was wir uns überhaupt nicht angeschaut haben, was eine völlig andere Fragestellung ist, gibt es vielleicht noch eine andere Zahl außer 0, die auch diese Eigenschaft hat? Die gibt es nicht. Das können wir irgendwann auch begründen, warum es die nicht, aber das ist hier nicht die Frage. Jetzt schauen wir uns mal die andere Geschichte an und was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach unten die Quantorenreihenfolge vertauscht. Jetzt ist die Aussage, für alle z aus z gibt es ein z quer, sodass z plus z quer gleich z ist. Richtig oder falsch?
Also ich nehme mir, wie gehe ich vor? Ich nehme mir jetzt, was war im ersten Fall? Im ersten Fall musste ich a priori dieses z quer finden und dann musste ich es für alle z durchprobieren, dass es für alle z funktioniert hat. Jetzt habe ich eigentlich eine viel geringere Fragestellung gestellt. Ich habe gesagt, nimm dir doch mal eine ganze Zahl her und individuell zu dieser ganzen Zahl kannst du dir ein z-quer überlegen. Ein z-quer mit der Eigenschaft z plus z-quer gleich z. Können Sie mir das z-quer nennen? Ja. Ist weiterhin 0. Dieses globale 0 erfüllt die Eigenschaft natürlich auch individuell. Das heißt also generell ist es so, wenn ich die Reihenfolge der Quantoren vertausche, ändert sich die Art der Aussage. Wenn ich Existenz und für alle Quantoren zusammen habe, wenn ich nur für alle Quantoren habe oder nur Existenzquantoren, habe ich sozusagen die Kommutativität, dann spielt das keine Rolle. Für alle A aus B, für alle A und für alle B und für alle C, da kann ich genauso sagen, für alle C und für alle A, das spielt keine Rolle. Aber bei es gibt für alle und für alle es gibt, ist ein wesentlicher Unterschied dazwischen. Hier ist der Unterschied, dass das hier schwächer ist als das obere. Das heißt, wenn das obere schon gilt, gilt auch das untere. Jetzt schauen wir uns die dritte Aussage an. Für alle z aus z gibt es ein z-quer, also das ist jetzt die Frage nach einem individuellen zugehörigen Element, sodass z plus z-quer gleich 0 ist. Gibt es dieses individuelle Element? Ja. Das ist minus z. Und weil es eben ein individuelles Element ist, haben wir dem auch eine sehr individuelle Bezeichnung gegeben. Wir haben das nicht 0 genannt und nicht 5, sondern wir haben es minus z genannt. Mit der Bezeichnung haben wir es zu z sozusagen zugeordnet. Und diese Bezeichnung macht natürlich auch nur dann Sinn, was jetzt hier nicht die Fragestellung ist, dass dieses z quer, dieses inverse Element, auch eindeutig ist. Wie sieht es mit der letzten Frage, mit der letzten Aussage aus? Jetzt drehe ich wieder um. Es gibt ein z quer, sodass für alle z aus z, z plus z quer gleich 0 ist. Ja oder nein? Jetzt frage ich wieder, kann ich das auch global machen? Lokal kann ich es. So jedes Z hat, hat sogar sein eindeutiges Z-quer. Aber kann ich es auch global machen? Gibt es so eine magische Zahl? Ja? Also das Gefühl sagt uns, das kann nicht gehen. Denn das eindeutige Element, wenn man diese Eindeutigkeit voraussetzt, ist ja das Minus Z und das Minus Z ändert sich ja ständig. Jetzt können wir das natürlich ein bisschen formaler begründen, indem wir sagen, na gut, wenn diese Aussage falsch ist, dann muss die Verneinung richtig sein. Was ist denn die Verneinung davon? Die Verneinung ist, für alle z quer gibt es ein z, sodass z plus z quer ungleich 0 ist. Da bin ich mir sicher, dass Sie dafür Beispiele anfügen können. Also Sie starten mit einem beliebigen z quer und zu diesem z quer geben wir ein z an, sodass z plus z quer ungleich 0 ist. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu machen. Okay, ich glaube, wir machen damit für heute Schluss.